hallo ihr Lieben. Heute mal vom Bellan Bond Hotel. Es hat letzte Woche neu eröffnet und ich darf als Erste jetzt davon berichten. Und wir schauen uns das Hotel mal an und lassen uns einfach mal überraschen. Gehen wir rein. So, wir befinden uns jetzt hier in der Lobby vom Bellan Bond Hotel, wie man vielleicht im Hintergrund auch erkennen kann. Es ist alles sehr schön, freundlich eingerichtet. Es ist ein kleiner Unterschied zu dem Hotel, wo wir letztens waren, dem, was ich euch auch vorgestellt habe. Das war ein typisch arabisches Hotel. Hier, das ist schon so mehr im europäischen Stil eingerichtet. Und jetzt gucken wir uns mal die Zimmer an und machen mal einen kleinen Rundgang. Oh, leider sind wir jetzt etwas zu früh, sodass ich euch nicht das leckere Essen zeigen kann. Aber wir können mal gerne einen Rundgang machen, damit man schon mal einen kleinen Einblick bekommt. Auch hier schön der Ausblick auf die Poollandschaft. Hi. So. Und das Frühstück ist in Buffetform und Mittag und Abendessen ist à la carte. Ja, vielleicht gelingt es mir ja auch, hier mein Abendessen einzunehmen, aber ich bin leider viel zu früh. Aber sehr schön eingerichtet. Also mir gefällt es sehr gut. Auch sein Mittag- und Abendessen hier draußen am Pool genießen. Es gibt auch eine Saftbar, das hört sich immer so süß an, Saftbar, nein. Alkohol wird übrigens in diesem Hotel nicht ausgeschenkt. Es kann sein, dass die Alkohollizenz noch vergeben wird, aber im Moment ist es leider nicht der Fall. Aber das muss auch nicht unbedingt sein. Da, wo man mich normalerweise nicht sieht und sollte mich mal irgendjemand hier sehen, das bin nicht ich, das ist mein Doppelgänger. Wir sind nämlich hier jetzt im Gym. Das ist noch nicht ganz fertig eingerichtet, aber also für mich reicht, würde es alle Male reichen. Hantelbank, Hantel, Laufband. Genug. Weil ich keinen Sport mache, heißt das ja nicht, dass andere das nicht gerne machen möchten. So, dann gehen wir mal uns die Geräte anschauen. Ich habe da wenig Ahnung von. Doch, das hatte ich auch schon mal gemacht. Das ist ist der Beintrainer. Ich weiß, ihr lacht euch jetzt kaputt über mich. Oh ja, das doch, ich war auch mal im Gym. Betonung liegt auf wahr. Aber jetzt weiß ich zumindest, die Geräte, die kenne ich, wo ich in Zukunft hingehen kann zum Trainieren, weil so weit ist das gar nicht von mir zu Hause entfernt. 10 Minuten mit dem Auto, cool. Nach dem Sport zum Entspannen gibt es hier dann noch den Jacuzzi und jetzt sind die Jungs aber hier fleißig am Arbeiten und ich muss aufpassen, dass ich nicht, mich mit Farbe beklecker. Es gibt also eine Dampfsauna, ich zeig das jetzt mal so, und auch eine normale Sauna. Ja, wie gesagt, die sind noch nicht ganz fertig, es ist ja auch erst letzte Woche eröffnet worden und ja. Aber dafür sieht es gut aus. Also wenn ihr dann kommt, ist es fertig. Ganz bestimmt. Sie ausschalten. Ich habe soeben den Lichtschalter entdeckt. Das ist ja was für Spielkarmens. Nee, aber so geht er nicht aus. Kann man auch noch irgendwas machen? Ach nee,
Ausschalten. Ja, okay. Auch schön. Machen Sie die Massageräume. Also, wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Aber... So, muss aufpassen, wo ich hier laufe. Aber man sieht, ich finde die Tapete übrigens sehr schön. Ja, das ist schon toll gemacht. Wo geht's da lang? Gucken einfach mal. Nee, drücken, wo 10 draufsteht. Achso, das ist die Dusche. Okay, das ist jetzt... Aber schön. Wirklich sehr schön. Kann ich mir gut vorstellen, wenn dann hier die Massageliege steht. Ja. Ich habe gerade etwas ganz Interessantes erfahren. Und zwar in diesem Hotel in Belmont gibt es ein Gym nur für Frauen. Also das ist sozusagen das Frauenhaus. Ja, hört sich jetzt schlimm an, ist aber, finde ich, gar nicht mal so schlimm, weil es ist schon schöner, wenn Frauen unter sich sind. Ich habe das ja jetzt beim Salalah oder Harif Festival festgestellt und muss sagen, also es ist schon anderes. Ne? Und was ich jetzt auch erfahren habe, und das gucken wir uns jetzt an, wie gesagt, hier ist noch nichts, also noch nicht hundertprozentig fertig. Es gibt auch ein extra Restaurant für Frauen in diesem Gebäude. Und ja, gucken wir einfach mal weiter. Und es soll sogar, das checken wir aber jetzt erstmal, auch noch einen separaten Frauenpool geben. Okay, let's go. Frauenhaus nenne ich das jetzt einfach mal. Da gibt es also auch dann speziell Sauna, ja, Whirlpool. Ja, sieht jetzt nicht so schön aus, ist dreckig, aber ne, Whirlpool für die Damen und Dampf, Saunabad, wie auch immer. Also, tolle Sache. Mir persönlich gefällt es gut. Also, da werde ich überlegen, ob ich da hingehe und ob ihr mich dann in Zukunft hier seht. Jetzt befinde ich mich in dem zukünftigen Ladies Restaurant. Man sieht Aussicht auf Salalah und hinter mir noch alles unfertig. Aber wenn das fertig ist, dann gehen wir hier noch mal hin und machen mal einen richtig schönen Wellness-Tag. Da nehme ich euch auch mit. Und jetzt befinde ich mich im Meetingraum. Also sollte ich jemals ein Meeting abhalten, dann in diesem Ambiente. Ich zeige euch auch mal, so, jetzt machen wir mal eben den Rundum-Schwenk. Ist sehr schön eingerichtet, sehr groß, auch mit, jetzt müssen wir wieder andersrum, mit Projektionsfläche. Und wenn wir in den anderen Meetingraum gehen, der auch noch nicht ganz fertig ist, dann sieht man hier, das ist sozusagen der kleine Meetingraum, der aber sehr schön mit Sitzecke gemacht ist. Und ja gut, der Fernseher, der wird noch kommen, ne? Und Anschlüsse für Laptop, Computer etc. und alles ist hier vorhanden. Jetzt habe ich gerade etwas erfahren und das macht mich sehr, sehr glücklich. Und zwar gibt es hier ein Seafood-Restaurant. Das werden wir auf jeden Fall testen. Und ich bin schon sehr überrascht. Ich zeige euch auch mal, wie schön es hier ist. Weil ich meine, Fischrestaurants oder Fisch gibt es hier ja en masse zu essen. Also ist ja nicht so. Aber ein wirklich tolles Fischrestaurant habe ich bisher noch nicht gefunden, wäre gelogen, weil ich liebe gegrillten Fisch am Strand. Aber manchmal möchte man auch in einer besonders schönen Atmosphäre dinieren, drücke ich mich mal so aus. Und das ist hier definitiv der Fall. Ich wechsle mal die Kameraposition. So, und das finde ich auch sehr schön gemacht mit diesen Anordnungen der Nischen. Ich bin ja so ein Couchsitzer im Übrigen, ne?
Und auch die Dekoration, muss ich sagen, sehr geschmackvoll. Also, ich gucke jetzt mal. Es gibt leider, aber das kriege ich noch raus, keine Karte hier. Die liegt noch nicht aus. So, hier sieht man den Pool auch mal von oben. Ich habe übrigens... Sind wir hier auf der Terrasse vom noch nicht eröffneten Fischrestaurant. Karte konnte ich leider nicht ergattern, weil es noch keine gibt. Aber was nicht ist, das wird noch. Und ja, und es wird hoffentlich gut. Aber so genießen wir einfach mal die Aussicht von der Terrasse. Ach, das ist übrigens hier dann das Frauenhaus, wo ich eben von erzählt habe, von außen. Übrigens das einzige Hotel, was so etwas anbietet, hier in Salalah. Und ich habe jetzt auch extra für meine Freundin gefragt, weil die erinnert mich immer daran, sagt, Carmen, wenn du da und da bist, guck bitte danach. Ich habe danach geguckt. Also, das Hotel ist behindertengerecht eingerichtet. Man kommt überall mit dem Rollstuhl hin. Es sind auch Rampen gebaut, Behindertentoiletten, klar, braucht man nicht drüber zu sprechen. Ja. Und meine beste Freundin ist ja blind. Und da habe ich jetzt gerade mit dem GM, also mit dem General Manager vom Hotel gesprochen drüber. Es wird auch eingerichtet, dass der Fahrstuhl zum Beispiel die Blindenschrift hat und auch die Lautsprecher werden dann dementsprechend aktiviert, sodass die verschiedenen Etagen auch akustisch angezeigt werden. Also, ja, man sieht, da konnte ich dann auch dem Hotel mal eine Hilfe sein und meine Ideen oder darauf, worauf ich auch angesprochen worden bin, einbringen. So, jetzt gehen wir weiter. Sesse Carmen on the dance floor. Ja, muss auch mal sein. Ich habe es jetzt mal nicht mit Ja begonnen. So, wir sind jetzt hier im Bankettsaal. Bankettsaal, also man sieht, ne, also eine kleine Tanzfläche. Reicht ja gerade mal für mich. Hier werden zum Beispiel Hochzeiten gefeiert, Meetings abgehalten, alles Mögliche. Ja. So. Ha. Kleiner Scherz. Boxen sind vorhanden und auch hier Soundsystem, also Anlage, Musikanlage. Ja, könnte ich ja auch mal meinen, was feiern wir denn? Meinen 50. Geburtstag feiern. Da habe ich noch 6 Jahre Zeit für zu sparen. Und ja, warum nicht? Weil das ist wirklich sehr schön gemacht. Also, wir können ja auch mal so eine Schlagerparty, wollte ich gerade sagen, organisieren. Ah, ja, ich habe da so einige Ideen, was man hier so machen könnte. Nein, kleiner Scherz. Was ist das denn hier, der Erste-Hilfe-Kasten? Naja, also auch so ein Buffet kann man dann sicher aufbauen lassen. Ich denke mal, à la carte werden sie nicht servieren. Ich weiß es nicht, separate Toiletten gibt es auch, ne, so dass man nicht durchs halbe Hotel laufen muss. Befinde ich mich im 3. Stockwerk des Haupthauses. Also hier im Haupthaus sind keine Zimmer untergebracht, das ist in den Nebengebäuden. Hier sind wirklich nur die Restaurants untergebracht. Also der 3. Stock ist jetzt türkisches Restaurant, also wird türkisches Restaurant, noch ist es nicht. Und Shisha. Hinter mir sieht man, vielleicht erkennt man es, da ist das Meer, da hinten, da.
Was auch überlegt wird, was jetzt im Moment ziemlich uninteressant ist, aber kommen wird, ist ein Shuttle von hier zum Strand, weil das Hotel verfügt zwar über einen wunderschönen Pool, aber leider kein Strand. Aber, also keine direkte Strandlage, sagen wir es so. Na, aber ne, wenn der Shuttle kommt, und dann ist da ja nichts gegen einzurichten. Gerade, ja, ne, ist gleiche Strandabschnitt übrigens wie das Hilton. Wer schon mal im Hilton war, der kennt den Strand. Okay. Ich wieder da, wo sonst keiner hinkommt. In der Küche. Mein Element. Also falls übrigens werden noch Bewerbungen angenommen für die Küche, sowohl für das Fischrestaurant als auch, ich denke mal, für das ist jetzt die Küche vom türkischen Restaurant. Also wer möchte, ne, immer Bewerbungen schicken, ne, kann nicht schaden. Einfach mal eine Spontanbewerbung. So, da gucken wir jetzt auch mal, was es hier so all gibt. Auch bei uns, oh ja, ihr seht das hier. Ja. Pizza, Pizza, ole! Oh je. Ich sehe das schon. Und hier sieht man jetzt auch das türkische Restaurant von innen. Also wirklich sehr schön eingerichtet, auch sehr geschmackvoll. Also ich finde die Bilder toll. Also es tendiert gerade zu meinem Lieblingshotel. Also zumindest um abends, doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen hier. Das ist, muss man nur noch dann die Küche testen, wenn es dann soweit ist. Und wie übersetzt man jetzt das Lied? Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Sind wir gerade so drauf gekommen? I have an onion on my head, I am a Döner. So, und hier sehen wir, wo sich die Zimmer befinden. Die sind also in diesen kleinen, süßen Nebengebäuden. Ich muss mal, ich finde das wirklich, das haben die wirklich schön gemacht. So, auch mit diesem kleinen Garten. Also, ja. Oh, sie warten auf mich. Ach, siehste. Aber das ist bestimmt nicht, um ein Auto zu parken, weil das Auto wird draußen geparkt und dann wird mit diesen kleinen, ja, ich sag mal Golfwegelchen, werden die Gäste zu den, da sieht man es, gefahren. So, ich mache auf. Wir zu den Zimmern. Man sieht, eine kleine Küche ist vorhanden. Übrigens auch. Mal so den Schwenk, also sehr, sehr schön eingerichtet. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Es ist sogar Besteck vorhanden, was ja sehr praktisch ist. Nee, da ist nichts drin. Neugierig, wie ich bin, ne? Und das Wohnzimmer mit Esstisch. So, separater Gästetoilette. Und dann geht es weiter zum Master Bedroom. Auch mit Fernseher und Balkon mit Blick auf den Pool. Das Master Bedroom, das Badezimmer, verfügt über ein Badezimmer mit Badewanne. Ich muss mal fragen, warum eigentlich auf jedem
auf jeder Toilette oder auf jedem in jedem Badezimmer bisher ist ein Telefon. Man muss auch mal fragen, warum. Ich meine, dass Männer mit Handy auf die Toilette gehen, ist ja bekannt. Aber ist ja kein Handy. So, und hier ist das Badezimmer vom zweiten Schlafzimmer. Nur mit Dusche, ohne Wanne. Das andere hat ja eine Wanne. Zwei separaten Betten. Und ebenfalls Fernsehen und auch Zugang zum Balkon mit Blick auf den Pool. Ist übrigens ein durchgängiger Balkon. Na, der verbindet also die beiden Schlafzimmer miteinander. Oh, sieht schön aus. Die haben echt schöne Bilder. Muss ich jetzt mal noch mal so sagen. Sehr geschmackvoll. Man kann auch, habe ich gerade mitbekommen, jetzt habe ich meine Brille nicht auf, man kann also auch den Zimmerservice hier bestellen. Die bringen einem dann auch das Essen schön gemütlich aufs Zimmer. Jetzt gucken wir mal, guck mal, Gyros. Ja, ja. Ach so, das ist ein Sandwich. Ja, ohne Brille ist schlecht. Ich habe jetzt übrigens gefragt, warum da überall Telefone in den Badezimmern sind. Wenn man sich im Badezimmer aus Versehen einschließt, damit die einen wieder rausholen. So. Also wer fragt, wer viel fragt, kriegt auch viel Antwort. Ach, make your own pasta. Penne, Spaghetti, Rigatoni. Oh, glutenfree Penne. Na, okay. Ja. Enjoy your sauce. Hm? Ja, Pizza. Four Cheese Pizza. Schön. Ja, er spielt mit dem Lichtschalter rum. Super. Mal das Super Deluxe Zimmer an. Das so verfügt auch über eine bequeme Sitzecke und logisch Tee bzw. Kaffee oder Wasserkocher. So ein mega riesen Fernseher. Und das Schöne ist, weil ja das Schlafzimmer oder das Bett direkt angrenzt, man kann diesen Fernseher auch einmal dann in die andere Richtung drehen. Ja, ja gut, ne? Ich habe jetzt gerade Kopfkino. Gehen wir mal ins Badezimmer. So, das ist das Badezimmer. Ne? Auch wieder Telefon, falls man sich mal aus Versehen einschließen sollte. So, mit Badewanne oder Bad- und Duschwanne. So, das ist aber auch schön gemacht. Ich habe übrigens, wir haben so schöne Bilder. Ich habe jetzt die Visitenkarte vom Inneneinrichter bekommen. Damit ich denen nicht die Bilder von der Wand klaue, wenn ich das nächste Mal hier bin. Also machen die nicht umsonst. Hier im Standardzimmer. Ich meine, man nutzt das Zimmer ja eh nur die meiste Zeit zum Schlafen. Ist aber auch, ja ich sag mal, ja, nochmal eingerichtet. Also das, was man halt braucht zum... ne? Schöne Bilder auch im Klo. Ja, auch mit Badewanne. So, und jetzt machen wir mal etwas, was wir die ganze Zeit schon machen wollten. Keiner da. Und ich wollte das einfach mal testen. Hoffentlich bricht jetzt das Bett nicht so. Hui! Oh, ja, man liegt auch sehr bequem. Es ist wirklich toll. Ach, so, mach die Tür zu Licht aus. Ich schlafe jetzt. Nacht.